Hallo und herzlich willkommen bei Brigittes Stempelstelle. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden am nächsten Bastelclub-Treffen eine Steckbox basteln, so wie es bei mir auf meiner Internetseite natürlich schon zu den Terminen steht. Und diese Steckbox zeige ich euch heute in diesem Video. Vergesst nicht, dass die Celebration nicht mehr lang ist. In der Celebration gibt es nämlich dieses richtig tolle Regenbogen-Designerpapier, das auch wunderbar zu der Handstanze passt von Stamping Up. Das habe ich heute verwendet. Und es ist wirklich nur noch im Februar Celebration. Also gebt unbedingt den Gastgeberinnencode an, den ich euch einblende hier im Video. Und jetzt lasst uns mal losbasteln. Und ich hoffe, dass ihr am Donnerstag dabei seid. Jeden Donnerstag ist nämlich bei mir in der Stempelstelle Bastelclub. Das heißt, um 19.30 Uhr basteln wir gemeinsam per Zoom irgendein Projekt. Diesmal ist es diese Steckbox. Und die Box ist so, dass ihr die einfach ineinander schiebt und die passt ziemlich gut aufeinander. Also da wackelt kaum was. Und ich habe in dieser Box zum Beispiel ein Massage- und Pflege-Fußbalsam drin von Balea. Und die Box ist ziemlich groß, die ist 7 x 4 cm und hoch ist sie ca. 15, glaube ich, ja. Genau, und jetzt lasst uns mal gemeinsam basteln und bis Donnerstag meldet euch an unter www.stempelstelle.de. Übers Kontaktformular könnt ihr euch kostenlos und natürlich auch zum kostenlosen Bastelclub anmelden. Ich freue mich jetzt mit euch zusammen diese Box zu basteln. Für diese Box brauchen wir zwei DIN A4 Blätter. Wir fangen mal mit dem Außenteil an. Ich habe hier übrigens Babyblau verwendet. Das Außenteil wird 23 x 18 cm groß zugeschnitten. Die lange Seite wird gefalzt bei 4 cm. 11 cm, 15 cm und 22 cm. Die kurze Seite wird gefalzt bei 4 cm. Und das ist dann unser Außenteil. Ich mache mal das Innenteil in Weiß, dann sieht man nämlich, welches Teil wie zugeschnitten wird, dass man nicht durcheinander kommt. Das Innenteil ist 23 x 19 cm groß. Hier wird die lange Seite gefalzt bei 3,9 cm, 10,7 cm, 14,6 cm, 21,4 cm. Wer will, kann sich dann die Klebelasche noch kürzen. Ihr könnt es aber auch so groß lassen, wie ich es gesagt habe. Also auch 23 cm, aber ich kürze mir die jetzt auf einen Zentimeter. Dann drehe ich das Papier und lege es an der 19 cm Seite oben an. Und da wird das Papier gefalzt bei 3,9 cm. Und das ist nachher unser Unterteil oder Innenteil. Jetzt falzen wir alle Falzlinien erstmal nach. Und dann schneiden wir uns noch die Unter- und Oberteile zurecht. Das hier wird ja das Oberteil der Steckbox, also das Außenteil oder Oberteil. Und da werde ich die
Klebelasche ein bisschen abschrägen hier und hier kommt sie weg. Es wird aber gerade an der Falzlinie entlang geschnitten. Das nächste große Teil wird auch hier gerade abgeschnitten und die kleineren Seitenlaschen, die werden etwas abgeschrägt, aber an der großen Lasche wird wieder gerade an der Falzlinie entlang geschnitten. Hier dann ebenso, gerade an der Falzlinie und das kleinere Seitenlaschenteil wird abgeschrägt. So sieht es dann aus, das wird nachher unser Oberteil. Beim Innenteil ist es ganz genauso, die Klebelasche schräge ich mir hier wieder ab. Hier unten kommt sie ganz weg, wird aber gerade an der Falzlinie entlang geschnitten. Der Schnitt ist auch wieder gerade. Und der zur Seitenlasche ist wieder abgeschrägt. Und hier auch schräg. Aber dieser Schnitt hier ist gerade an der Falzlinie entlang. Der Schnitt ist auch wieder gerade an der Falzlinie entlang. Und hier wird wieder mal abgeschrägt. Wenn ihr jetzt euer Papier mit Wolkenmuster zum Beispiel versehen möchtet, dann könnt ihr das jetzt machen. Und das machen wir jetzt auch kurz. Man muss dabei nur beachten, dieses hier ist das Unterteil, das hier ist das Oberteil. Also die Wolkenmuster müssen dann so rum gewischt werden und die vom Unterteil natürlich so rum. Meine Wolken wische ich mir mit Babyblau. Und was passt besser als eine Wolkenstanze, um Wolken zu modellieren? Ich mache es also so, dass ich mir jetzt hier eine Wolke ausstanze. Dann kommt hier die nächste, aber ein bisschen versetzt und in einer im anderen Winkel. Hier machen wir das Gleiche, die kommt jetzt vielleicht noch weiter runter, so, und hier mache ich vielleicht die Wolke wieder normal. Ihr könnt jetzt diese Wolkenteile hier verwenden zum Wischen und wir können auch das hier als Schablone verwenden. Der Übergang hier gefällt mir nicht so arg, da mache ich mir noch hier eine Ausstanzung. So, jetzt habe ich hier also praktisch schon die ganze Fläche fast als Wolkenschablone. Und so könnt ihr euch aus dem Reststück eine wunderbare Wolkenschablone fertigen. Ich gehe jetzt hier mit meinem Pinsel in das Babyblau und wische jetzt die Wolken ein bisschen zurecht. Natürlich könnt ihr das auch vorm Falzen machen, aber ich finde es so besser. Dann verwechselt man die Wolkenrichtung nicht und man kann jetzt hier seine Wolken gestalten. Das lege ich mir jetzt einfach an, wie ich Lust dazu habe und kann das Muster dann auch immer wieder oder die Schablone immer wieder neu anlegen. Und so immer wieder neue Wolkenmuster kreieren. Wichtig ist nur, dass ihr nicht unbedingt das gleiche Wolkenmuster weiter unten habt, sondern dass ihr das ein bisschen abwechselt. Es muss auch nicht immer über die gleiche ganze Fläche gehen. Es sieht sogar luftiger und fluffiger aus, wenn er da immer nur kleine Abschnitte wieder rummacht. Dann haben wir jetzt hier das Wolkenmotiv vom Unterteil und dann mache ich mir auch noch gleich das Wolkenmotiv vom Oberteil. Und natürlich könnt ihr euch eure Wolken auch so gestalten, dass ihr diese Stanzteile nehmt
und dann an diesen Stanzteilen entlang eure Wolken abmodelliert. So habt ihr dann auch noch mal andere Wolkeneffekte. Was mir als Nebeneffekt dann auch immer sehr gut gefällt, ist, wie die Wolken dann dabei rauskommen, weil die dann auch richtig hübsch gefärbt sind und es sieht einfach nett aus. Jetzt kleben wir uns unsere Teile zusammen. Dazu nehme ich mir natürlich wie immer meine Silikonunterlage zur Hand und mache das mit Flüssigkleber. Hier kommt also Flüssigkleber drauf. Ah, da brauche ich einen neuen. Dann könnt ihr das hier einfach einklappen. Natürlich auch mit dem Unterteil. Da gehe ich genauso vor. Kommt hier auch auf die Klebelasche Kleber. Und dann kann man schon das Oberteil zukleben. Ich mache das so, dass ich erst eins von den langen Teilen umklappe, dann die zwei kurzen und die klebe ich natürlich in das erste lange rein. Und zum Schluss kommt dann die letzte Lasche noch nach hinten. So, das drehe ich um und lasse es trocknen. Was rein zum Beschweren. Am besten auch gleich das, was wir verpacken wollen. Ich habe ja hier von Balea so eine Balsam. So, und jetzt kommt noch das Innenteil. Mache ich es auch wieder so, dass ich erst das hintere Stück reinklappe. Dann kommen die Seitenlaschen noch nach hinten unten. Und dann kommt das letzte große Stück noch nach hinten und dann ist es auch zu. Das hier ist ja das Unter- und Innenteil. Da kommt also mein zu verschenkendes Teil rein und dann kommt das Teil einfach oben drüber. Es ist ja eine Steckbox und dieses Oberteil wird jetzt natürlich noch verziert. Am besten zu Wolken passen ja Regenbogen und da gibt es ja diesen Gratisartikel Designerpapier Sonnenschein und Regenbogen. Und das ist so ein tolles Papier, das auf das Set Farbenfrohe Freude abgestimmt ist. Das heißt, ihr habt hier so Wolken, die in eure Wolkenstanze reinpassen. Und wir haben hier einen Regenbogen, der auch wunderbar zu unserer Regenbogenstanze passt. Und hier habt ihr auch noch ganz viele farbenfrohe Designerpapiere. Das ist ein ganz toller Gratisartikel. Und den, solange es den noch gibt, weil es ist ja nur noch Celebration bis Ende Februar und es ist ja jetzt bald ruckzuck vorbei, so lange basteln wir jetzt natürlich noch kurz mit diesen Sachen hier. Das heißt, ich stanze mir jetzt diesen Regenbogen aus und wie ihr seht, könnt ihr diese Wolken hier wunderbar mit der Handstanze ausstanzen. Die passen hier ganz genau in unsere Handstanze und so könnt ihr die Wolkenstücke hier nämlich ausstanzen. Natürlich könnt ihr auch die angeschnittenen Stücke ausstanzen und verwenden. Die kann man nämlich wunderbar auch an Kantenteile machen oder als Verdeckung von dem Spruch. Das kann man nämlich wunderbar alles nutzen, was man da so hat. Und ich stanze mir jetzt, wie gesagt, ein paar Wolken aus, werde jetzt mit dem Regenbogen dann fortfahren und dann sehen wir uns gleich beim Verzieren wieder.
zu guter Letzt werde ich mir hier auch noch so einen kleinen Anhänger ausstanzen. Oder gleich zwei, die sind so zuckersüß. Die stanze ich mir in Grundweiß aus. Die kleine Stanz- und Prägemaschine wird jetzt einfach weggeklappt und kann ich aufräumen. Aus diesem Stempelset finde ich den Spruch "eine kleine farbenfrohe Freude für dich" so süß. Das stempel ich mir hier jetzt auch drauf. Vorher gehe ich jetzt aber noch mit Bonbonrosa hier rein. Das heißt, farbenfroh soll es ja sein. Deswegen mache ich hier hinter meinen Stempel noch ein bisschen rosanes Wischiwaschi. Und dann stempel ich das eine kleine farbenfrohe Freude noch hier drauf. Ja, jetzt war ich in der schwarzen Stempelfarbe. Kommt aber auch nicht schlecht. Schwarz habe ich noch nie gewischt. Muss ich bloß nächstes Mal mit meinem rosanen Blendingpinsel hier aufpassen. So, jetzt geht es aber wirklich ans Verzieren. Ich kann jetzt hier meine Wolken anordnen, wie ich Lust dazu habe. Natürlich muss unbedingt auch noch ein Regenbogen dazu. Und hier kommt jetzt das hier zur Geltung, was ich gesagt habe. Ihr könnt so angeschnittene Stanzteile auch schön an der Kante ausrichten. Und wenn man natürlich auch Sachen ein bisschen übers Eck machen will, kann man auch die Stanzteile knicken. Lege ich das hier so an und möchte es hier an der Kante knicken und dann kann ich es auch natürlich so festkleben. Ich möchte jetzt auch noch hier einen Regenbogen unterbringen, am besten von einer Wolke zur anderen. Dann lege ich mir den so zurecht, wie ich ihn gern hätte, und den Regenbogen werde ich mit Gludotz festmachen, wenn ich weiß, wie er hinkommen soll. Und wie er nachher perfekt liegt. Wir brauchen noch ein gelbes Teil und ein pinkes Teil. Und natürlich muss der gerade sein. So. So soll der nachher sein. Der soll hier hinter Wolken verschwinden. Dann werde ich den jetzt so festkleben. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Flüssigkleber machen. Aber irgendwie ist es mir mit Gludotz lieber. Dann werden die Wolken hier noch festgeklebt. Hier kann man dann eine andere Wolke vielleicht ansetzen, wo so eine abgeschnittene Wolke ist. Dann überlappt sich das hier so, wenn man das will. Die Wolken könnt ihr natürlich genauso gut auch mit Dimensionals festkleben. Hier habe ich jetzt einen Silberfaden genommen, den nehme ich ziemlich doppelt. Paar Mal doppelt und den ziehe ich hier durch den äußersten Rand von unserem Anhänger und ziehe die anderen Fäden hier durch, wenn es klappt. Wenn es nicht klappt, wird es eine Katastrophe. Ja, es klappt so ziemlich. Und dann kann ich mir die Fäden noch ein bisschen zurechtlegen oder auch zuschneiden. So. Und dann habe ich hier noch die Silver Linings.
und kann das entweder an der Seite festmachen oder hier vorne. Aber ich finde es hier vorne eigentlich recht nett. Da mache ich es jetzt auch mit Dimensionals fest. Da reicht eigentlich eins. So, und dann haben wir hier eine kleine farbenfrohe Freude für dich. Und farbenfroh muss auch farbenfroh sein. Und jetzt suche ich mal, ob ich noch irgendwelche Glitzersteine übrig habe. Natürlich auch noch rosane. Dann kann ich da noch ein paar rosa Glitzersteine hinhauen. Bei mir muss immer glitzern. So. Und das wäre dann die Steckbox. Die wird einfach nur ineinander gesteckt und ihr habt dann ein Geschenk, das ihr auch gut verzieren könnt, weil ihr viel Fläche drauf habt. Genau. Und ich würde mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ihr am Donnerstag dann beim Bastelclub dabei seid. Da machen wir dann genau so eine Steckbox. Ich werde sie dann bloß immer anders verzieren wie im Video, damit ich nicht hundertprozentig das Gleiche mache. Mal gucken, was wir da verwenden. Heute habe ich die Regenbogenserie genommen, die ich wirklich wunderschön finde. Und wenn ihr euch das tolle Designerpapier noch sichern wollt, Celebration ist nicht mehr lange. Und dann könnt ihr euch nämlich dieses tolle Designerpapier noch aussuchen. Vergesst auch nicht, den Februarcode oder den aktuellen Code anzugeben. Dann bekommt ihr nämlich im Folgemonat von mir ein kleines Geschenk per Post zugeschickt, wenn ihr bei mir im Online-Shop etwas bestellt unter 200 Euro und den Code angebt. Den blende ich natürlich wie immer im Video ein. Und jetzt würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr am Donnerstag dabei seid. Alles Liebe, eure Brigitte.